Der stirbt nicht, ist klar, Mann. So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde Escape from Tarkov. Ich bin hier gerade auf Customs gespawnt. Bin relativ voll equipped. Eine gute AK dabei. Möchte ein bisschen looten und möchte gern mit euch über ein Problem reden. Ich hoffe jetzt, ich sehe es jetzt gerade rechts oben. Es springt schon immer wieder die Packets in. Könnt ihr darauf achten, auf 0. Und genau wenn das passiert, ist das das Problem von dem Desync oder Netsplit oder wie auch immer man das nennen mag oder wie man es richtig nennt. Aber viele von euch kennen das Problem. Da ist gerade einer vorbeigehuscht, nicht wahr? Axe Runner, das ist natürlich immer gut mit Desyncs, aber wie es jetzt gerade aussieht, ist es, läuft es jetzt ganz gut. Ich habe Packets in. Und von dem her hoffe ich, dass ich jetzt nicht gleich instant einfach tot bin, weil der mich geaxtet hat. Ist jetzt übrigens, wäre jetzt zumindest wieder eine von, glaube ich, 4 Runden, wo ich keine Probleme habe direkt von Anfang an. Aber es läuft ziemlich dünn, wie ihr es rechts oben beobachten könnt. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit drüber losheulen, sondern ich würde mich drüber freuen, wenn wir entweder, also einem unter dem Video, was muss denn der da jetzt rumballern? Wenn wir unter dem Video einfach Lösungswege zusammenfassen könnten, also wenn ihr noch Ideen habt. Und ich werde jetzt meine Ideen und alles, was ich gemacht habe, in dem Video hier mit euch teilen. Und ich würde mich freuen, zu einem, weil ich selbst immer noch dieses Problem habe. Bisher hat bei mir noch nichts richtig zuverlässig funktioniert. Und zum anderen könnten wir dann damit auch noch andere helfen, die dann quasi über YouTube auf dieses Problem suchen und auf das Video stoßen, wo dann hoffentlich demjenigen sein Lösungsweg mit drauf ist, mit dabei ist. Denn irgendwie beobachte ich, oder habe ich oft beobachtet, das Problem hat Person A, B, C, D, E, F, G zum Beispiel. Also jeder hat das Problem und bei jedem oder bei vielen gibt es eine unterschiedliche Lösung. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel meinen Cousin, der hat auch jetzt immer das Problem. Der hatte 8 GB RAM. Jetzt hat das Spiel natürlich den RAM-Speicher voll geballert. Und das wäre halt eine Option, wie es dann zu Desyncs oder eben Connection Lost oder was weiß ich was führt. Er hat jetzt sich jetzt 16 GB RAM aufgestockt und hat seitdem keine Probleme mehr. Das wäre jetzt zum Beispiel Lösung A. Der andere sagt, okay, zum Beispiel ich, als Beispiel, ich habe 16 GB RAM im PC, habe aber das Problem. Also ich brauche mir jetzt nicht 32 GB kaufen und habe dann das Problem vielleicht nicht mehr. Vermutlich nicht. Also was ich damit sagen will, ist, dass es bei 10 verschiedenen Leuten unter Umständen 10 verschiedene Lösungen gibt. Und ich habe jetzt schon einige ausprobiert. War da gerade was? Nein. Vielleicht hat ja der ein oder andere für mich noch eine Lösung und ich versuche jetzt einfach mal hier in dem Video mitzuteilen, was ich bisher für Lösungswege gemacht habe. Die ganzen habe ich aus Forum, Facebook und alle möglichen Daten, wo ich eben nachgesucht habe, zusammengetragen. Herzlichen Dank auch nochmal an alle, die sich da viel Mühe geben, um den Leuten zu helfen, die Probleme haben, so wie ich eben auch. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Also das Einfachste und Schnellste, was ich schon gelesen habe, was jemand geholfen hat, ist einfach eine Neuinstallation. Spiel ist relativ schnell runtergeladen. Wenn ihr eine schlechte Internetleitung haben solltet, wo das nicht ganz so schnell geht, dann würde ich euch das empfehlen, über Nacht zu machen. Aber das wäre jetzt schon mal eine einfache Möglichkeit. Zudem empfiehlt sich's, mit einem Uninstallprogramm zu arbeiten, wo jetzt nicht von Windows standardmäßig da ist. Einfach gibt es, mir fällt gerade der Name nicht ein, es gibt eben ein Programm, das uninstalliert das Spiel und löscht auch noch alle Daten aus der Registry. Einfach, dass alles komplett weg ist, dass da nichts mehr aufzufinden ist bei der Neuinstallation. Ein Punkt, was Leuten geholfen hat, bei mir leider nicht. Anderer Punkt ist, das Modem neu zu starten, habe ich auch schon gemacht. Einfach Stecker raus. 20, 30 Sekunden warten, wieder rein. Probiert's, keine Ahnung, hat bei mir auch nicht geholfen.
Ein großer Punkt, wo ich denke, könnte bei vielen Probleme geben, ist die Firewall oder das Antivirenprogramm. Das habe ich sehr oft gelesen. Da hatte ich jetzt auch noch bis zum Schluss hin irgendwie die Hoffnung, dass es daran liegt, weil ja irgendwie naheliegend ist, ich schicke Pakete raus und die Pakete, die ich reinschicke oder reingeschickt bekomme, die werden blockiert. Von was? Von der Firewall oder vom Antivirenprogramm. Also ich habe es deaktiviert, ich habe es von Hand nochmal, auf jeden Fall, wenn ihr das Problem haben solltet, von Hand nochmal quasi die Erlaubnis für das Spiel, den Launcher, die Exit-Datei, alles müsst ihr da berechtigen, könnt ihr von Hand hinzufügen. Und gegebenenfalls macht ihr sie kurz vor 10 Minuten aus oder 20 Minuten und probiert es. Aber nicht vergessen, danach wieder anzumachen, die Firewall. Hat bei mir leider auch nicht geholfen. Ein weiterer Schritt ist, was ich gelesen habe, wenn ihr DSL habt, wenn ihr LTE-Unterstützung habt. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich versuche das jetzt nur so bestmöglichst wiederzugeben. Also wenn ihr LTE-gestütztes DSL habt, dann versucht mal, das LTE zu deaktivieren. Hat bei einigen auch geholfen. Des Weiteren geht es um die IP. Wenn ihr beim Anbieter anruft und sagt, ihr wollt einen Dual-Stack-IP oder eine aktive IP-Adresse, das hat bei auch einigen geholfen. Und ja, was gibt's noch? Ein großer Punkt, wo ich auch riesen Hoffnung drin hatte, ich muss mich gerade hier in den Baum reinsetzen, weil da muss ich kurz in meinem Heftchen nachschlagen. Geht um euer Motherboard, wenn ihr im BIOS seid. Also es gibt ja so eine automatische Prozessorleistungsdrosselung. Also wenn ihr gerade die Leistung nicht braucht, sagt euer Prozessor, okay, jetzt brauchen wir gerade nicht volle Leistung, stufen die Leistung etwas zurück, einfach um Strom und Energie zu sparen. Ist ja eine gute Sache. Habe ich bei vielen gelesen, dass das bei dem Spiel so war, also dass wirklich der Prozessor die Leistung zurückgenommen hat, obwohl die Leistung eigentlich benötigt worden ist. Das habe ich jetzt bei mir auch getestet, und zwar müsst ihr dafür ins BIOS gehen. Also wenn der PC neu startet, müsst ihr Entfernung oder F1 ist es im Regelfall drücken und dann kommt ihr in das BIOS-Menü. Wichtig, wenn ihr keine Ahnung davon habt, drückt nicht irgendwelche Sachen rum und probiert irgendwas. Das kann ganz schnell schief gehen und es ist schwierig, da wieder alles gut zu machen. Also seid da wirklich vorsichtig. Und zwar heißt es bei mir, ich habe ein Intel Mainboard, beziehungsweise MSI Z270 A Pro. Da könnt ihr in eurer Handbuch lesen. Und habe ich das beim Overclocking-Menü gefunden. Und bei mir heißt es zum Beispiel Aced, also Emil, Ida, Siegfried, Theodor. Und diesen Modus kann ich eben anmachen oder ausmachen. Ich habe mir jetzt bei mir ausgemacht und der soll einfach im Prinzip die Leistungsbremse oder Leistungsrunterstufung im Sparmodus deaktivieren. Das heißt, Nachteil, der Prozessor läuft die ganze Zeit Vollgas. Also wenn ihr einfach den PC anlasst und nichts macht, dann verbraucht er richtig viel Strom. Deswegen lohnt sich das nur, wenn ihr aktiv am PC seid und spielt. Des Weiteren muss ich leider sagen, dass es bei mir nicht geholfen hat. Und werde es auch wieder deaktivieren. Okay, da geht es vorne richtig ab. Ich gucke schon immer so panisch rechts hoch, aber bis jetzt sieht es doch gut aus. Ich muss gerade überlegen, ich werde jetzt auch noch versuchen, die ganzen Beiträge nochmal im Forum, im Escape from Tarkov Forum zusammenzutragen. Ich werde auch eventuell nochmal einen Beitrag machen, weil es jetzt derzeit immer wieder natürlich kommt. Jeder frustet und schreibt einen Beitrag über die Desync-Probleme, dass man das vielleicht ein bisschen zusammenfassen kann und einen einzelnen Beitrag hat, wo dann quasi Lösungswege vorgeschlagen werden von allen möglichen oder eben von allen, die da positive Erfahrungen gemacht haben. Das ein bisschen quasi gesammelt darzustellen. Darunter werde ich dann auch nochmal versuchen, alles zu schreiben oder eben, mache ja im Prinzip gerade dieses Video, um das zu machen. Werde aber in der Videobeschreibung auf jeden Fall dann nochmal ins Forum verlinken. Läuft gerade auch, muss ich sagen, relativ schlecht hier. 49 FPS ist auch so ein Punkt. Aber gut. Andererseits, also man muss auch sagen, das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Macht richtig Bock. Geht mit Sicherheit auch allen anderen so. Viele sagen immer so, ja, heult doch nur rum und alles Mögliche und alle nur am Flamen und so. Klar,
weil du ja das Spiel spielen willst, aber es ist im Prinzip, wer das Problem wirklich so krass hat wie ich, also das ist jetzt wirklich eine Seltenheit, dass ich so lange hier von Anfang an spielen kann, das ist schon echt eine Seltenheit. Im Regelfall, wenn ich mit so einem Equip reingehe, ich gehe rein, ist mir schon ein paar Mal passiert, wirklich ein paar Mal. Ich gehe rein, Factory zum Beispiel, und hab sofort ein Desync. Also wirklich Packets in 0. Das seht ihr auch immer daran, wenn ihr einen Gegenstand rüberzieht, der blinkt dann immer hin und her. Das ist halt das Anzeichen dafür, dass nichts mehr funktioniert im Prinzip. Wir können nichts mehr machen. Und oh, ich verliere den Faden. Also im Endeffekt, was ich sagen will, oh, die Steps sind von mir, hoffe ich. Was ich sagen will, das Spiel ist der Hammer und es ist auch irgendwo natürlich ein Flamen oder ein bisschen ein Auskotzen, aber ich will ja nur das Spiel spielen, einfach, keine Ahnung, wie es halt sein soll. Und ich lese auch täglich oft genug, dass Leute überhaupt keine Probleme haben. Also die sagen, ich weiß nicht, die können sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Und wenn das bei denen vielleicht so wäre, würden die genauso rumflamen, ich weiß es nicht. Und es hat auch gar nichts mit Alpha oder Beta zu tun. Vor allem Beta, wenn es Richtung Open Beta geht, sollte sowas eigentlich behoben sein. Vor allem sonst wird es halt richtig heftig. Jeder will, dass das Spiel erfolgreich wird. Aber wenn so die Open Beta startet und da nochmal mit einmal so eine Flut dazukommt, die dann das alle eben testen möchten, wirft es mit Sicherheit kein gutes Bild auf das Spiel. Zum Beispiel mein Bruder, der zockt immer mit uns, der wohnt eine Ortschaft weiter, hat das gleiche Internet wie ich. Mein Cousin hat im Prinzip auch das gleiche Internet und mein Bruder hat eigentlich am wenigsten Probleme von uns, wirklich. Also er kann meistens gut spielen, hat immer mal so irgendwie so Desyncs oder so, aber grundlegend nicht annähernd die Probleme, was ich hier habe. Ja, ist ein schwieriges Thema für viele, ich weiß. Deswegen mache ich gerade das Video und ich kann mich eben am besten ausdrücken in einem Video, wenn ich ein bisschen was zocke und dazu rede. Das ist immer ein bisschen, manchmal ein bisschen hakelig, weil man sich hier natürlich konzentrieren muss in dem Spiel. Ich bin auch froh, dass es gerade relativ stressfrei abläuft. Aber ich denke, es ist immer angenehmer, wenn ein bisschen was im Hintergrund passiert, als nur mein Gelaber zu hören die ganze Zeit. Und ja, ich hoffe, das kommt einigermaßen an hier, dass wir da ein bisschen die Probleme zusammenfassen könnten, damit auch möglichst vielen anderen Spielern zu helfen. Weil wie gesagt, ich habe jetzt schon einiges probiert und bei mir hat es jetzt leider noch bis jetzt noch nichts funktioniert. Aber vielleicht weiß ja noch der eine oder andere, was ich machen könnte oder was eben noch geholfen hat. Ich versuche alles zu probieren, bestmöglich, um einfach herauszufinden, wo das Problem liegt. Dann will ich das Video jetzt mal gar nicht in die unmenschliche Länge ziehen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch irgendein Tipp davon geholfen hat oder euch generell das Video geholfen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Und dann... Oh, da geht's ja richtig ab. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.